Wir müssen unbedingt über China sprechen und das, obwohl unsere letzte Ausgabe ja noch gar nicht so lange her ist. Nur jetzt gibt es eine Nachricht, die die bullischen Szenarien für die kommenden Wochen klar unterstreicht und das möchte ich mit euch in dieser Ausgabe besprechen. Wir schauen aber nicht nur auf China selbst, sondern auch auf eine deutsche Aktie, die von einer solchen bullischen Bewegung am chinesischen Markt profitieren kann mit einer attraktiven Dividendenrendite und zu guter Letzt die Auslosung von unserem Gewinnspiel. Ihr habt ja fleißig kommentiert, könnt ihr übrigens auch für den Monat Dezember und für den Monat Januar. Da machen wir das Ganze nämlich nochmal. Also seid gerne dabei, wenn ihr jetzt einen Kommentar hier schreibt. Wir zeigen, wen wir ausgelost haben und das dann am Ende des Videos. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren, macht mit dem Video, was ihr wollt. Wir freuen uns, wenn es euch gefällt und wenn ihr es weiterbringt und weiter teilt. So, jetzt haben wir die Einleitung durch. Wir starten direkt mit China und ich finde, es ist wichtig, einmal in den Kontext zu bringen, wo gerade der chinesische Markt, der asiatische Markt im Allgemeinen steht, insbesondere mit der Covid-19-Politik bzw. der Zero-Covid-Politik, also komplette strenge Vorgehen gegen Corona. Zuletzt war es ja schon so, dass die Regierung in China Lockerungsanzeichen gegeben hat. Also es war beispielsweise so, dass weniger Verfolgung von engen Kontakten mit Covid-19-infizierten Personen stattgefunden hat. Teilweise wurden die ja sogar aufgehoben. Dann wurden die Quarantänezeiten verringert für Menschen, die aus dem Ausland nach China eingereist sind. Auch da gab es nicht nur verkürzte Zeiten, sondern auch insgesamt Lockerungen diesbezüglich. Wir hatten euch auch in dem Video, was wir vor 2 Wochen gemacht haben, da war Hamid an dieser Stelle gesessen und hatte euch gesagt, ich habe gekauft. Er hat euch unsere Gründe dargelegt, warum wir in China jetzt besonders stark investiert haben vor 2 Wochen. In der Zwischenzeit sind die Märkte ja schon deutlich nach oben gekommen und jetzt nochmal begünstigt. Ich finde, es ist wichtig, also schaut euch das auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Nur ganz kurz zur Einordnung. Wir haben damals darüber gesprochen, Hamid hat mit euch darüber gesprochen, es gab seitens der Wirtschaft gute Vorgaben, denn Herr Xi, der Präsident, hatte durchsickern lassen und hatte das persönlich weitergegeben, dass man beispielsweise für die in notleidende oder in Schieflage geratenen Immobilienkonzerne die Kreditlinien lockern sollte. Deswegen kann das die Wirtschaft weiter ankurbeln. Dann gab es auch weitere Gründe, zum Beispiel hinsichtlich der politischen Spannungen haben wir angeschnitten, dass sich das eher lockern kann und auch in Bezug auf die Delistings von Aktien aus China in den USA, dass sich das weiter entspannen kann. In diesem Bereich gibt es wenig Änderungen. Es bleibt dabei, es ist eine sehr gute Entwicklung. Wo es sich aber geändert hat, war jetzt zuletzt in Bezug auf die Covid-19-Politik, die Zero-Covid-Politik seitens der Regierung. Auch da muss ich einmal kurz einen Schlenker machen. Es ist so, dass die lokalen Regierungen, nachdem diese ersten Lockerungen kamen vor 2 Wochen, sich deutlich zurückgehalten haben. Das ist typisch für die chinesische regionale Politik, denn man orientiert sich immer an der von oben durchgeführten Leitlinie. Das heißt, die chinesischen Regierungen, die lokalen Regierungen, die haben sich wirklich schwer getan und keiner hat sich getraut, davon abzuweichen, obwohl es vereinzelte Lockerungen gab. Da gab es übrigens auch ein interessantes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal mit euch geteilt habe oder ob ich das unseren Klienten gesagt habe. Kann ich euch aber auch erzählen. Und zwar war es nämlich so vor dem chinesischen Parteitag, wo sich die ganzen großen Regierungsoffiziellen getroffen haben, die was zu sagen haben und was entscheiden können. Davor gab es ein verlängertes Wochenende in China mit einem Feiertag. Jetzt war es so, nach diesem verlängerten Wochenende war dieser Parteitag. Und es war klar, dass über die Covid-19-Fälle in den einzelnen Regionen berichtet wird. Und interessanterweise haben dann diese lokalen Regierungen die Maßnahmen, die Lockdowns sogar drastisch verschärft und eine Region ist sogar so weit gegangen, 400.000 Einwohner, die haben sich komplett abgeschottet, weil sie gesagt haben, nach diesem Wochenende kommen die Leute ja zurück und kommen wieder in unsere Provinz und könnten das Virus mit sich bringen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie interessanterweise genau 0 Fälle. Trotzdem sind sie in den Lockdown gegangen. 1 und 1 zusammengezählt, naja, man wollte vor dem Kongress nicht als der
derjenige Bezirk dastehen, der besonders ausschert, was die Corona-Fallzahlen angeht. Also in so einem Umfeld befinden wir uns. Und deswegen waren auch viele Analysten und große Institute, die gesagt haben, naja, das ist eben das Vorgehen der Regierungen und deswegen wird sich daran wohl auch nicht viel ändern, solange es von oberster Seite her keine entgegengesetzte Aussagen gibt. Und diese Aussagen, die gab es jetzt. Und zwar von keinem Geringeren als der Vizepräsidentin des Landes, die auch seit dem ersten Tag der Pandemie vollständig und als oberste Instanz für die Durchführung der Covid-19-Politik verantwortlich ist. Und sie war eine der komplett starken Hardliner. Jetzt hat gerade mein Handy geklingelt, entschuldigt bitte. Also nochmal zusammengefasst, danke, dass ihr dranbleibt. Sie war eine derjenigen, die besonders stark die Politik gefördert hat und diesen starken restriktiven Kurs gefördert hat. Und jetzt kommt genau diese Frau und sagt öffentlich, dass die Omikron-Variante weniger krankheitsgefährdend ist. Und sie hat gesagt, dass zwar noch die Impfquoten weiter steigen müssen, völlig klar in diesem Kontext, aber eine solche Aussage, das legt schon den Grundstein dafür, dass man tatsächlich aus dieser Covid-19-Politik, aus dieser ultra-restriktiven Politik aussteigen kann. Es passt im Übrigen auch dazu, dass von Seiten großer Metropolen, wie zum Beispiel Gangsu, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, die waren nämlich am stärksten und am häufigsten davon betroffen, von den aktuellen Fallzahlen. Und dort ist es so, dass das Reopening weitergeht. Man erlaubt jetzt auch Indoor-Dining, also man darf in den Restaurants essen, in Deutschland, Europa mittlerweile ja gar nicht mehr vorstellbar, dass wir das nicht dürfen. Aber dort ist das ein großer Schritt, der in Richtung weiteres Reopening geht. Vom Nomura-Chefanalysten für China, Nomura ist einer der größten japanischen Finanzinstitute, der sagt, das legt nicht nur den Grundstein für das Reopening. Er geht sogar so weit, dass China in den kommenden Monaten tatsächlich diese Politik beenden wird. Und das sei ein guter Schritt und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir haben ja schon investiert in China und es ist auch so, dass weiterhin noch chinesische Aktien sehr interessant sind. Wir haben euch vor 2 Wochen darauf hingewiesen. Es gibt viele chinesische Aktien, die haben ein KGV von 1. Nachdem die Märkte so stark runtergekommen sind und wo es schon Hinweise dafür gab, dass eben die Märkte weiter steigen können und Covid-19 wohl Geschichte sein kann. Nicht nur die chinesischen Märkte sind interessant, wir gucken jetzt mal dafür einmal auf die Charts auch, denn wir springen mal direkt in die Chartanalyse rein. Und zwar, wenn wir uns den HSI anschauen, das ist der Hang Seng Index, alle wichtigen in Hongkong gehandelten Werte, da gab es einen Rückgang von 53% seit dem Hoch von 2021. Im Monatschart ist es noch deutlicher sichtbar. Hier 53% abgegeben, an die 78% rangelaufen. Wichtige Unterstützung. Diese Horizontale hat er erstmal angetestet. Wir hatten da schon gesagt, Achtung, hier ist eine wichtige Unterstützung. Ja, dann ist er noch mal ein bisschen weitergefallen. Aber trotzdem diese Unterstützung gehalten und kann jetzt hier weiter steigen. Im chinesischen Festland, der CSI 300 hat eine ähnliche Bewegung gemacht. 41% abgegeben. Guck mal, wo der landet. Auch auf der 78% und auf einer horizontalen Marke. Kann man im Monatschart sehen, aber auch im Wochenchart. Da finde ich sogar noch deutlicher. Also aus diesen Tiefs, das war ja sogar das Corona-Tief aus dem März 2020, da ist der Markt hingekommen. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wenn der Markt so stark abgegeben hat und sogar einmal das versucht hat und nochmal das tiefere Tief macht, an die maximale Unterstützung ranläuft, dann auch echt das Potenzial hat für eine Gegenbewegung. Und aus Sicht des CSI 300 sind durchaus auch Marken Richtung 42.000 und 44.000 Richtung dieser Hochs als perspektivisches Ziel denkbar. Jetzt zu der Aktie, die habe ich nicht rausgefunden, sondern die UBS kam und hat gesagt, gut, wenn China jetzt Reopening macht, wonach es ja jetzt offensichtlich aussieht, dann gibt es einige Aktien, die davon profitieren können, andere wiederum werden davon nicht profitieren.
Die bekannteste Aktie aus dieser Liste, ich habe mir das alles mal im Detail angeschaut, ist tatsächlich eine deutsche Aktie. Es handelt sich um BASF. BASF, eine der Aktien, die besonders hohes Exposure in China haben, die besonders viele dort absetzen in China und die auch statistisch gesehen und historisch gesehen am stärksten oder mit am stärksten darauf reagieren, wie sich die Stimmung bei den Einkaufsmanagern ändert. Das fand ich ganz interessant, das hat die UBS ausgearbeitet. Die haben da, sich da genau angeschaut, wie reagieren diese Aktien auf die Stimmung der Einkäufer in China und da eine Korrelation hergestellt. Und da gab es eine sehr deutliche Korrelation von BASF zu diesen Einkaufsmanager-Indizes. Heißt also auch, wenn wir davon ausgehen, dass China weiter das Reopening macht, dann werden die Firmenchefs auch weiter optimistischer werden. Die Korrelation zeigt sich, BASF hat in China einen sehr wichtigen Markt, nach Europa den zweitwichtigsten, das ist der asiatische und davon hauptsächlich China. Also eine sehr wichtige Säule und dann kann es eben dort weitergehen für BASF. Denn wenn wir auf den Chart schauen, da gucken wir gleich mal weiter rein. Und zwar BASF im, wir können auf den, ja, lasst uns auf den Wochenchart einmal erstmal schauen. Auch da, BASF kommt hier an diese Tiefs von, wann war das? Ja, genau, 2020 ran, ans Corona-Tief, zeigt hier einen schönen Doppelboden, nimmt sogar die horizontale Marke raus und setzt jetzt womöglich hier genau wieder drauf auf. 46, 90, 47 ist da die Marke, die als Unterstützung dienen kann. Wenn wir es im Tageschart uns nochmal genauer anschauen, dann kann man diese horizontale Marke auch ein bisschen tiefer setzen, Richtung 45. Da ist dann schon wieder deutliche Unterstützung für den BASF-Chart. Ist auch von der letzten Aufwärtswelle die 50%, das kommt dazu. Und nochmal einmal kurz in die Woche reingeschaut, seht ihr hier die 20-Wochen-Linie? Die ist im Moment bei 44,30, aber steigend. Heißt, in den nächsten ein, zwei Wochen wird sie auch in den Bereich von 45 Euro wohl kommen und entsprechend diese Marke noch weiter unterstützen. Ziele aus BASF, aus Sicht der BASF-Aktie, 50% der Abwärtswelle, das ist meiner Meinung nach ein konservatives Ziel, um die 53, 54 Euro. Darüber hinaus ist dann schon ein dickerer Widerstand bei 58 Euro, das ist nämlich von der Abwärtswelle die 61%, die horizontale und auch noch die 200-Wochen-Linie, also da ist schon dann wieder die Luft dünn. Allerdings, wir können es mal messen, von 45 bis 58, so gut bin ich nicht im Kopf rechnen, 25%, das ist die Chance, die wir bei BASF sehen können. Und dazu auch noch, das hätte ich ja fast vergessen, 7% Dividendenrendite bei einer Bewertung, die auch relativ günstig ist. Also bewertungstechnisch, ich glaube, 8er KGV und so eine hohe Dividendenrendite, das in Kombination mit auch mit einer Bilanz, die sehr gut aussieht, da ist auf jeden Fall Luft da, wenn das auch noch technisch unterstützt wird und es die Korrelation zu China gibt, wäre eine Möglichkeit für alle, die sich im China-Geschäft interessieren. Stelle ich natürlich jedem frei. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr BASF seht, wie ihr China seht. Jetzt, ja, natürlich, die Auslosung. Wir haben ausgelost und ich will euch das einmal ganz kurz für alle, die es noch interessiert, die noch dranbleiben, erklären, was wir gemacht haben. Wir hatten ja gesagt, alle Videos, die im Monat November zur Verfügung gestellt wurden, die fließen in das System ein. Wir haben dann über einen Zufallsgenerator eine Zahl zwischen 1 und 18 gewählt. Wir hatten 18 Videos zur Verfügung gestellt. So, dann haben wir eine Zufallszahl genommen. Gewonnen hat das Video Bitcoin-Schockwellen voraus oder Bitcoin-neuer Schock, genau. Und dann haben wir dann alle Kommentare davon genommen. Es gibt eine Seite, die dann einen zufälligen Kommentar auslost. Und jetzt kommen wir dann auch zur Auslosung bzw. zum Ergebnis. Gewonnen hat der Account mit dem Namen Tagträumer. Tag, Leerzeichen, Träumer. Wir hatten schon versucht, dich zu kontaktieren. Das hat nicht geklappt. Wenn du das siehst, bitte kontaktiere uns an kontakt@formationstrader.de. Zeig uns auch Nachweis, dass das dein Account ist und dann regeln wir alles Weitere. Ansonsten bleibt mir noch, ja, alle, die nicht gewonnen haben, probiert es weiter. Wir losen auf jeden Fall wieder aus. Und ich bin gespannt, was ihr zu der aktuellen Lage sagt in China. Glaubt ihr, das ist der Beginn des Endes des Covid-19-Politik-Dramas? Was für ein langes Wort.
Ich bin gespannt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder sagt ihr, ach, das ist nur, weil die jetzt da ein bisschen Protest gemacht haben, jetzt versuchen sie, die zu beruhigen. Wir werden sehen, wir sehen die Gründe, warum China weiter steigen kann und im Moment scheint es das auch zu unterfüttern. Von daher macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann.